Hallo Miro, herzlichen Glückwunsch zu 350 Abonnenten, du hast mich schon weit überholt. Ich werde Mini-Featherstix machen und du wirst auch gleich sehen, warum. Wie du sagst, mit der linken Hand, da probiere ich mich jetzt dran. So, ich benutze das Messer mit dem Scanty-Schliff von Volker. Ich finde, Scanty-Schliff funktioniert für Holzlocken machen am besten. Wie man das sieht. So. Schön rundherum. So. Oben mache ich dickere und nach unten hin, also da, wo die schwache Flamme rankommt, mache ich dann dünnere. Alles mit links. Also obwohl ich das Messer links nutze, ziehe ich mit der Daumentechnik das Holz quasi zurück. Wenn mir dabei ab und zu eine Locke verloren geht, ist mir das egal. Und zwar tue ich mit dem Video auch gleichzeitig dem Volker von Frankentrekking danken. Ich habe bei seinem letzten Giveaway den Mini-Hobo gewonnen und den wollte ich jetzt mal richtig ausprobieren. Ich habe ihn zu Hause natürlich, wie es sich gehört, schon mit dem Teelicht Spiritusbrenner probiert und 200 Milliliter Wasser auch in 4,5 Minuten oder so zum Kochen gehabt, also so, dass so sprudelnd kochend, dass man tatsächlich also auch Früchtetee machen konnte. So, oh, die Sonne kommt raus. Sieh mal einer an. Was für eine Ehre. So. Ja, und während ich also jetzt hier den Mini-Hobo anzünde, sieht man auf der rechten Seite ja auch die Pfeilkarte von Volker. Der hat er mir auch geschenkt, weil ich unter den ersten Einsendern war. So, jetzt gucken wir mal, wie sich das hier entwickelt. Alles direkt aus der Natur, nichts von zu Hause mitgebracht, nichts extra. Getrocknet. Wie man sieht, das Feuer ist schon aus. Ich muss mal wieder anblasen. Da kommt es wieder kurz. Und weil der Hobo kein Aschenblech hat, nutze ich einfach den Überdeckel von meinem Podcozy für das Auffangen von kleinen Blutstücken. Aber ehrlich gesagt, ich sollte noch ein bisschen blasen. Ich melde mich wieder, wenn es richtig in Gang ist. Ich habe ja auch noch Birkenrinde, dann nehme ich jetzt mal die Birkenrinde mit dazu. Die hätte ich gleich zu Anfang dazu nehmen sollen. Es wäre viel besser gewesen. Denn das Holz ist noch recht feucht.
Ah, die rollt sich auf. Das liegt unter anderem daran, dass sie von einer gefällten, umgestürzten, meine ich, Birke ist. Und da sind die ätherischen Öle nicht mehr ganz so stark. Aber so langsam kommt das hier in Gang. Das Ding ist so heiß, dass ich so kaum da drüber sein kann. Ich muss schon das Holz da drauf schmeißen. Volker, also vielen Dank für diesen Mini-Hobo. Ich muss mich entschuldigen für den Geräuschpegel. Ich bin halt hier im Bereich meiner Bushcraft-Mensa, wo ich mir ein Shelter baue. Und hier eben jetzt auch von dir die Idee, den Baumtisch verwirkliche. So, wenn das Feuer jetzt richtig in Gang ist, dann gibt's gleich, was meine Frau gestern Abend vorgekocht hat, eine Kürbissuppe. Und in diese Kürbissuppe, die ist ja leicht heiß zu machen, kommt dann der Reis reingebröselt oder reingeschüttet. Und das wird meine Mahlzeit sein. Ein bisschen Tabasco obendrauf. Wenn es soweit ist, melde ich mich wieder. Bis dann. Drauf. Boah, der Rauch ist so heiß. Ist schon heftig. Also ich melde mich dann wieder, wenn es soweit ist. So, jetzt sitzt er gut. So, da habe ich entsprechend den Mini-Hobi, dann Hobo, dann auch ein Mini-Tabasco dabei, und zwar die Chipotle, das ist diese Smoked-Art. Die kommt jetzt hier ein bisschen rein. So, soll ja ein bisschen gut schmecken. So, ein kleiner Blick. Und jetzt habe ich hier das gekochte Ei. Zack. Und eine Handvoll Reis. Und schon ist mein Bushcraft Mensa Schnellgericht fertig. Ach ja, und da der Hobo ja auch mit Teelichtbrenner funktioniert, funktioniert er natürlich auch mit so einem Bushbody, Wachsreste zusammen reingegossen in einen Wellpappenstreifen. Gut, mein Essen ist fertig. Ich sag dann mal guten Appetit und verbleibe wie immer. Liebe Grüße, euer Benjamin.